Mekan Markle, 36, Suits, oder besser gesagt Herzogin Mekan, ist eine echte Stilikone. Mit ihren Looks bei den Auftritten, die durch ihre neuen royalen Verpflichtungen fällig sind, begeistert die ehemalige Schauspielerin stets mit eleganten, zeitlosen und, trotzdem, modernen Outfits. Von vorne bezaubert das sonst sehr schlichte Hemdkleid durch feminine Stickereien. Mekans Klutsch und High Heels harmonieren ideal mit ihrem Hut. Von vorne bezaubert das sonst sehr schlichte Hemdkleid durch feminine Stickereien. Mekans Klutsch und High Heels harmonieren ideal mit ihrem Hut. Auffällig in dieser Hinsicht, bereits dreimal setzte die Ehefrau von Prinz Harry, 33, nun schon auf Entwürfe aus dem Hause Givenchy. Bei ihrer Hochzeit, bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt mit Queen Elisabeth II., 92, und beim Pferderennen in Ascot. Reiner Zufall, oder steckt hinter der Kleiderwahl doch mehr als gedacht? In der Tat steckt dahinter ein kluger Schachzug. Denn indem Herzogin Mekan durch ihre Outfits ihre Begeisterung für Givenchy-Chefdesignerin Clara Weidkeller, 47, zum Ausdruck bringt, vermittelt sie eine Botschaft. Weidkeller ist nämlich, obwohl sie für ein französisches Traditionsmodellhaus arbeitet, Britin, und hat sich folgendes Motto auf die Fahne geschrieben: Givenchy stands for a powerful woman, auf Deutsch, Givenchy steht für eine starke Frau. Ein Leitsatz, der nicht besser auf Mekan, ihrer Schauspielkarriere sowie ihr feministisches und soziales Engagement zutreffen könnte. Zudem ist Clara Weidkeller die erste Frau in der Geschichte des Modehauses Givenchy, die an dessen Spitze steht. Ihre Wahl stellte nach dem Abgang von Modemacher Rita Dottesci, 43, eine deutliche Neuausrichtung dar, ähnlich wie Mekan Markles Hochzeit mit Prinz Harry eine Neuausrichtung des britischen Königshauses hin zu mehr Moderne und Aufgeschlossenheit darstellt. Einige Stunden vor dem Instagram-Post, den Weidkeller im März 2017 als Kreativdirektorin bekannt gab, postete das Label Givenchy dieses Zitat: True elegance comes with a natural gesture, an attitude in simplicity, dt. Wahre Eleganz geht mit einer natürlichen Geste einer Haltung der Einfachheit. Auch dies ist ein Satz, der Mekan wie auf dem Leib geschneidert scheint. Bei ihren Auftritten wirkt sie immer natürlich, nie gekünstelt und strahlt eine gesunde Portion Eleganz aus. Unterstrichen wurde dies nun eben schon mehrere Male von Kleidern aus dem Hause Givenchy. Die Entwürfe und Schnitte sind stets klar und schlicht, aber modern. Bei der Farbauswahl ihrer Designs setzt Weidkeller oft auf dunkelblau, schwarz, rot und eben strahlendes Weiß, wie bei dem Hochzeitskleid von Mekan Markle im Mai 2018. Markle habe sich nach einem Treffen mit Weidkeller im Frühjahr 2018 für eine Zusammenarbeit entschieden, hatte der Kensington Palast einen Tag nach der Hochzeit in einem Statement bekannt gegeben. Die zeitlose und elegante Ästhetik der Designerin habe sie beeindruckt. Mit dieser Wahl wolle sie zudem die britische Designerin ehren, die als kreative Chefin eines weltweit einflussreichen Modehauses fungiert. Die beiden Frauen hätten über mehrere Monate beim Entwurf für das Brautkleid eng zusammengearbeitet, heißt es weiter. Givenchy bzw. Clara Weidkeller könnten sich kein besseres Werbegesicht für das französische Traditionshaus wünschen, das sich derzeit wieder mehr auf die Anfänger des Anfang 2018 verstorbenen Firmengründers Hubert Givenchy besinnt. Schließlich war er es, der Audrey Hepburn, 1929 bis 1993, im 20. Jahrhundert zu einer der größten Modeikonen machte.